Eine absolute Rarität. Lionel Messi bei einem seiner äußerst seltenen öffentlichen Auftritte. Das Medienaufkommen enorm, denn viele dieser Termine gibt es nicht. Der Superstar des FC Barcelona wird hermetisch von der Öffentlichkeit und der Medienwelt abgeschottet und gibt so gut wie keine Interviews. Die Laune beim Argentinier aber bestens, denn tags zuvor sicherte er mit seinem Tor gegen Espanyol den Einzug ins Copa del Rey Halbfinale. Barça damit weiter auf Kurs in Sachen Triple. Man glaubt daran, den großen Coup von 2015 zu wiederholen. Den Schlüssel dazu sieht Messi in Trainer Ernesto Valverde, der Barcelona eine neue Teilphilosophie eingeimpft hat. Vom ersten Tag an hat uns Ernesto Valverde klar gezeigt, was er von uns sehen will. Mehr defensive Stabilität. Wir haben uns defensiv stark verbessert, stehen im Mittelfeld viel stabiler, ohne dabei unsere Offensive in irgendeiner Weise zu vernachlässigen. Wir haben tolle Spieler mit einer großen Qualität und sind immer noch sehr, sehr stark im Angriff. In der Tat stellt Barça neben Atletico die zweitbeste Defensive der Liga. 8 Gegentore weniger als zum gleichen Zeitraum in der vergangenen Saison und 12 Punkte mehr auf dem Konto. Die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt. Auch weil Valverde aus Neymars Abgang einen Vorteil gezogen hat und mit einem 4-4-2 ein zusätzliches System etabliert hat, das Barça mehr Flexibilität und Stabilität verleiht. Die Meisterschaft daher eine einseitige Angelegenheit bei 11 Zählern Vorsprung auf Platz 2. Für die entscheidende Phase in der Champions League vielleicht ein Vorteil, weil Valverde seinen Superstars so mehr Pausen gönnen kann. Der Trainer entscheidet, wer eine Pause bekommt und wer spielen wird. Ich spreche sehr oft mit ihm und ich habe kein Problem, wenn er rotieren lässt. Auch meine Mannschaftskameraden sehen das so. Zumal sich mit Felipe Coutinho im Winter ein weiterer Spieler zum Star-Ensemble des FC Barcelona hinzugesellt hat. Der Neuzugang vom FC Liverpool ist für die Champions League nicht spielberechtigt, wird also nur in der Liga und wie gegen Espanyol im Pokal zum Einsatz kommen, kann aber so den Allstars wie Messi oder Iniesta die ein oder andere Pause für die entscheidenden Spiele gönnen. Zudem hat Barça mit Yerry Mina auf den Abgang von Abwehrspieler Javier Mascherano reagiert. Barcelona wollte Felipe Coutinho und Yerry Mina ja schon im Sommer verpflichten, weil sie auf dem Markt waren. Leider ist das nicht gelungen. Dafür hat es jetzt im Wintertransferfenster geklappt. Wir wussten, dass Javier Mascherano den Verein verlassen wird. Daher ist es gut, dass Mina ihn in der Abwehr 1:1 ersetzen kann. Es geht in die entscheidende Phase der Saison. Im Champions League Achtelfinale wartet mit Chelsea ein harter Brocken. Die Tiefe in Barcas Kader könnte zum entscheidenden Vorteil werden im Kampf um den großen Pott. Messis großes Ziel. Und weil Erzrivale Real mit Cristiano Ronaldo schwächelt, könnte die Saison für Messi auch persönlich titelreich enden. Zweimal in Folge holte sich zuletzt Ronaldo den Ballon d'Or und zog mit 5 Auszeichnungen mit Messi gleich. 2018 könnte der Argentinier also wieder zum alleinigen Rekordweltfußballer aufsteigen. Individuelle Auszeichnungen sind nicht mein Ziel, das habe ich schon oft gesagt. Wichtiger ist mir der Erfolg mit dem Verein. Da gibt es viele Titel zu gewinnen und wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Hoffentlich schließen wir die Saison erfolgreich ab. Der FC Barcelona hat es wieder. Das Selbstverständnis von einst. Man positioniert sich offensiv und gibt das Triple nicht nur als angepeiltes, sondern realistisches Saisonziel aus. Alles Gute kommt von oben und genau da stehen Messi und der FC Barcelona aktuell.